Die Schwangerschaft festzuhalten ist für mich einfach mein größter Wunsch, mein größter Spaß. Und Christine Rosenberger ist nicht etwa Fotografin. Sie hält Schwangerschaftsbäuche ganz plastisch fest, in Gips. Seit etwa einem halben Jahr hat die 29-Jährige zu Hause ihre eigene Gipswerkstatt. Angefangen hat alles durch ihre eigene Schwangerschaft vor rund 3 Jahren. Im letzten Jahr hat sie dann einen Workshop gemacht. Jetzt stellt sie selbst Schwangerschaftsabdrücke her. Aber nicht nur die, sondern auch all das, was ihre Kunden sich wünschen. Das kann auch schon mal etwas spezieller sein. Ganz spannend finde ich, ich habe eine Anfrage von einem Kunden, der möchte gerne sein Gesicht eingegipst haben. Da bin ich auch mal neugierig drauf, das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Mal gucken, was das wird. Gefragt sind vor allem aber die klassischen Hand- und Fußabdrücke. Besonders beliebt sind die bei Eltern mit kleinen Kindern oder Babys. So auch bei Natascha und Dirk. Sohn Henry ist jetzt 4 Wochen alt und an diesem Tag soll eine Erinnerung her. Ich finde das total schön, wenn man dann später gucken kann, wie klein doch mal die Hände und Füße waren. Man vergisst das ja doch recht schnell. Und hast du denn vom Louis auch so einen Abdruck? Nee, leider nicht, weil da kannten wir die Christine noch nicht und ehrlich gesagt bin ich auf so eine Idee gar nicht gekommen. Am besten klappt's mit dem Abdruck bei Babys, wenn sie schlafen, weil sie dann schön stillhalten und eigentlich gar nichts mitbekommen. Aber genau das ist an diesem Tag das kleine Problemchen. Henry will irgendwie einfach nicht einschlafen. Deshalb versucht es Christine jetzt mit einem kleinen Trick im Wachenzustand. Okay, unser Model für heute ist ja, schläft ja leider nicht, beziehungsweise macht ja auch nichts, aber dann mache ich es immer ganz gerne, dass ich die Babys vorher mit dem Füßchen zum Beispiel in warmes Wasser halte, damit die sich schon daran gewöhnen können, dass das jetzt gleich was auf sie zukommt, dass das nass wird und warm. Und dann können die sich eigentlich ganz gut daran gewöhnen schon mal. Okay, das Füßchenbaden findet Henry gar nicht so schlimm. Jetzt noch schnell die Abformmasse anrühren und schon kann es losgehen. Die Masse hier nennt sich übrigens Alginat. Die wird auch beim Zahnarzt für Abdrücke benutzt. Am Anfang ist sie rosa und sobald sie grau wird, ist der Negativabdruck fertig. Ist doch wie Baden gerade auch. Baden ist doch schön, oder? Was ist denn hier los? Wow, super. Also nicht perfekt, aber ich denke, man kann den Abdruck gebrauchen. Den muss man einfach ausgießen, aber das muss man sowieso immer. Es ist auf jeden Fall, die Ränder, die sind ganz glatt. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das aussieht mit dem aufgebrochenen hier oben. Da gucken wir einfach mal. Das heißt, ob es geklappt hat oder nicht, das sieht man immer erst, wenn man den Abdruck mit Gips ausgießt. Also jedes Mal wieder eine Überraschung. Nach einer halben Stunde Warten ist der Moment gekommen. Der Gips ist trocken. Der Abdruck ist zwar auf der Rückseite, hat man ja gesehen, nicht perfekt geworden, aber das kann ich abschleifen. Und die allermeisten wollen den Abdruck sowieso auf einem Bilderrahmen stehen oder kleben haben. Und dann sieht man eh nur das Unterteil und das, da kann man ja nicht meckern. Das ist ja super gut geworden, trotz dass der Henry nicht so viel Lust hatte. Christine ist also schon mal zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt muss es natürlich noch der Mama von Henry gefallen. Total zufrieden. Also ich finde den schon echt gut. Also total detailgetreu und total süß sieht das natürlich aus, so ein kleiner Fuß. Ja, super. Wer jetzt auch eine Erinnerung aus Gips haben möchte, der kann sich einfach bei Christine melden. Alle Infos dazu gibt's online.